Hallo zurück. Eine Woche ist nun vergangen und Kroilek musste eine erneute Stillstandssaison verkraften, keine Weiterentwicklung innerhalb des Teams, einige Fans sprechen sogar von Rückschritt. Eine Situation, in der Kroilek sehr viel nachgedacht hat, da auch er anscheinend mit dem Kopf vor der Wand steht, was man ihm in der Pressekonferenz anmerkte. Ich habe die letzte Saison immer noch nicht ganz verkraftet, ich weiß noch, woran es liegt, da wir echt euphorisch in die Saison gegangen sind, dann haben wir am Ende wieder einen mit dem Hammer bekommen. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen eine Menge Zeit zum Nachdenken und habe einen Entschluss gefasst. Systemumstellung. Wir spielen nächste Saison eine Doppelspitze mit zusätzlicher hängenden Spitze. Wir gehen zudem mit zwei zentralen Mittelfeldspielern an den Start und einem defensiven. Das heißt im Umkehrschluss, wir werden uns von unseren Flügelspielern trennen. Das ist das letzte Ass im Ärmel, was ich habe. Geht das auch nach hinten los, muss ich mich wohl oder übel geschlagen geben. Das Prestige macht uns einen Riesenstrich durch die Rechnung und die Transferphase ist aktuell eher Krampf als Erleichterung. Ich werde jetzt schauen, wer ins neue System passt und noch einmal versuchen anzugreifen. Das Ganze wirkt eher wie eine Verzweiflungstat statt Kampfansage. Man spürt die Ratlosigkeit bei Kroilek mehr denn je, laut einigen Insidern soll es eine Entscheidungssaison für Kroilek werden. Bei Erfolg darf er wohl weitermachen, sollte dieser aber erneut ausbleiben, will man den Vertrag mit dem Trainer wohl nicht verlängern, so ist es zu hören. Den Rücken der Mannschaft scheint Kroilek aber immer noch zu haben, nun liegt es an ihm und der Systemumstellung. Zeitgleich trennte man sich nun von drei Spielern, die Opfer des Systems wurden. Flügelspieler Georg Schmiel zieht es nach Aston Villa und den 20-jährigen Dänen Noah Sasa zum FC Lorient nach Frankreich. Beide spülten insgesamt über 40 Millionen Euro in die Kassen. Kein Opfer des Systems, eher der fehlenden Offensive Power wurde Daryl Dike. Der Amerikaner musste Platz machen für einen neuen Stürmer, den man bitter nötig hatte. 12 Millionen Euro bekam man hier noch von Udinese Calcio. Für Kroilek stand fest, dass ein neuer Stürmer kommen musste, wäre da nicht das Prestigeproblem. Ebenfalls gab es eine weitere riesige Baustelle im Kader und die hieß Hilke Prien. Der Vertrag des Holländers lief aus und man wollte ihn unbedingt in Leipzig halten, da er dort zu einem unverzichtbaren Leader mutiert ist. Man verhandelte lange und am Ende fand man einen Kompromiss. Prien unterschreibt für ein weiteres Jahr bei den Chemikern. Zeitgleich sicherte der Verein sich 2-Jahre-Option, die bei Erfolg sofort greifen. Ein extrem wichtiger Baustein konnte gehalten werden und man erhofft sich dadurch eine Aufbruchstimmung. Ebenfalls begrüßte der Verein zwei neue Scouts, unter anderem Ex-Spieler Alexander Buri ergänzt ab sofort den Scouting-Stab der Chemiker und bleibt dem Verein somit erhalten. Aber auch ein neues Gesicht stößt zum Verein, und das ist kein geringerer als Zweitligarekordtorschütze Simon Terodde. Man erhofft sich dadurch noch mehr Talente an Land ziehen zu können. Es scheint, man müsse den Erfolg irgendwie erzwingen, wenn man sich dann aber anschaut, wie viel der Verein für Neuverpflichtungen ausgab, weiß ich nicht, ob die Fans lachen oder heulen sollen. Jämmerliche 3,1 Millionen Euro gab man gerade mal für neue Spieler aus. Dies zeigt aber einmal mehr, in welcher Phase sich der Verein gerade befindet. Auf der einen Seite sind die Kassen voll, auf der anderen Seite scheinen die Regale leer. Erster Neuzugang, Conor Bradley von Liverpool 2. Der 26-jährige Rechtsverteidiger unterschreibt für 3 Jahre und kommt für 3 Millionen Euro Ablöse nach Leipzig. Kroilek beklagte bereits letzte Saison, dass man entweder zu junge oder zu alte Spieler im Kader habe, aber keine Bindeglieder dazwischen. Das wollte man diese Transferphase in Angriff nehmen. Bradley war Baustein Nummer 1. Bei Baustein Nummer 2 sorgte man für einen echten Skandal, denn der 27-jährige Tommy Doyle kommt für läppische 100.000 Euro Ablöse von Manchester City 2. Die Fans der Zitizien stürmten einen Tag später sofort das Geschäftsgebäude und ließen ihren Unmut freien Lauf. Der Sportdirektor musste daraufhin sofort seine Koffer packen. Grund war, dass dieser im Vertrag bei der Ablöse 2-0 vergessen hatte. Kroilek fiel das Ganze auf, blieb aber still und unterschrieb einfach. Und somit war der Transfer in trockenen Tüchern. Der zentrale Mittelfeldspieler schlug sofort ein und überzeugte bereits in den Vorbereitungsspielen als absolutes Vorlagenbiest. Blieb immer noch das Problemkind Sturm. Man suchte lange, am Ende brauchte man ein wenig Überzeugungsarbeit, aber es hat geklappt. Der vereinslose Lorenzo Colombo trägt ab sofort das Trikot der Chemiker.
Man setzte sich erneut gegen Dortmund und sogar Schalke durch und sicherte sich die Dienste des 27-jährigen Italieners. Sollte Colombo nur ansatzweise das Tempo halten, was er in der Vorbereitung gezeigt hat, dürfen sich die Fans auf viele Tore freuen. Gerade ihm scheint das neue System sehr zu liegen in der Doppelspitze. Mehr wurde am Ende aber auch nicht gemacht, man scheint sich voll und ganz auf die Systemumstellung zu verlassen. Natürlich hätten wir gerne mehr gemacht, aber was soll ich machen? Wenn niemand zu uns will, und die zu uns wollen, waren einfach scheiße, was soll ich da beschönigen? Unser Kader ist stärker als das, was letzte Saison gezeigt wurde, davon bleibe ich weiter überzeugt. Nun wird es unsere Aufgabe sein, den Jungs das neue System schnellstmöglich einzuprügeln. Ich bekomme die Stimmung bei den Fans mit und kann diese nachvollziehen. Wir sind nun in einer Position, wo wir liefern müssen. Die Infrastruktur ist auf einem stabilen Level, das Stadion bietet neue Kapazität. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Ergebnisse. Und das wird das große Ziel diese Saison sein. Was man sagen kann, ist, dass es diesmal die wahrscheinlich beste Vorbereitung unter Kolleck war. Man erzielte jedes Spiel mindestens 5 Tore und gerade die neuen Spieler waren direkt da. Diese Dinge sahen in den letzten beiden Jahren anders aus. Ob es wirklich das Hallo wach wird, bleibt aber abzuwarten. Es muss vieles zusammenkommen, dass man endlich aus der unteren Tabellenhälfte ausbrechen kann. Unmöglich scheint diese Aufgabe aber nicht, wenn man die vergangenen Leistungen betrachtet. Kreuleck braucht die Erfolge, um Argumente für eine Verlängerung zu sammeln, auch das wird bei dem Trainer im Kopf sein. Ob das am Ende eine zu große Blockade sein wird? Finden wir es heraus in der 8. Saison mit dem BSG Chemie Leipzig. Viel Spaß! So, da sind wir. Viel Geld über für die Infrastruktur. Ja, aber du kannst gar nichts machen, ne, Alter? Du kannst nichts machen. Infrastruktur, du baust was aus, das dauert mittlerweile auch so 50, 60 Tage. Was war denn mit dem vom City? Keine Ahnung, ich weiß nicht. 100.000. Die haben einfach 100.000 angenommen. Warum? Keine Ahnung. Erschließt sie mir nicht. Der Marktwert von 11 gehabt. I don't know. Soll mir egal sein, aber mitgenommen. Ist ein guter Mann, Führungsqualitäten 10-10, nehmen wir mit. Ja, ansonsten Bellingham mit 8-10. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Führungsqualität im Kader. Vorne Doppelspitze, Colombo, ablösefrei, war vereinslos. Kevin vorne drin, kenne ich gar nichts. Kazak, maybe, auch noch im Sturm, den trainiere ich gerade wieder ein bisschen um, dass der vorne auch in die Spitze kann. Und Leo Arndt war ein Jugendspieler von uns, der war in der zweiten Mannschaft. Ja gut, ne, hey, kann man machen. Kann man machen, nehmen wir mit. Passt der Lachs. Ja, ansonsten verliehen habe ich nichts wirklich, nur ein Torwart. Das ist eigentlich komplett egal. Ja, Abdullah Moore, erste Mannschaft jetzt. Weil wir halt natürlich jetzt ein paar mehr Spieler fürs Mittelfeld brauchen. Somit kommt der hoch. Ja, Rose. Ebenfalls erste Mannschaft jetzt. Plus Scholl hat ja letzte Saison seinen kleinen aufgekriegt. Ist kurz vor einer Erfahrungsstufe. Und mit Prim konnten wir verlängern. War sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. RV Backup rennt alles in der zweiten Mannschaft rum. Ich habe ein paar Talente noch gekauft. Unter anderem den hier, den Manfred. Tap habe ich geholt. Ich konnte nichts kaufen. Ich musste einfach auf Krampf junge Leute holen, die irgendwie über der zweiten Mannschaft sich in Vorgurs spielen können. Was anderes ist einfach nicht da, ne? Bau habe ich behalten, weil wir den in der ersten Saison direkt gekauft haben. Den trainiere ich mal über der zweiten um, auf hängende Spitze. Ob das funktionieren wird, werden wir sehen. Ja. Und ansonsten IV, Käser noch hier. Sind alles Leute, die Potenzial haben für die ersten Mannschaft. Mittelfeld sieht auch relativ stabil aus. Yusufu habe ich in der zweiten gepackt. Peter, danke für 6. Da musst du, Video kommt morgen. Musst du morgen die Breaking News nachholen. Ja. Und das ist es. Das ist es. Sollte sich einer verletzen, können wir jemanden aus der zweiten hochziehen und easy going. Dieser Name, ja, ich wollte den eigentlich nicht holen, aber weil er halt Einzelspieler ist. Aber wir kriegen halt nichts. So, was soll ich machen? Dann ist das halt so, müssen wir mit klarkommen. Was war der denn hier? Der war Jugendspieler von uns, glaube ich, ne? Ne, Donny Böhmhaus. Den haben wir auch noch geholt hier. Da müssen wir mal schauen. Einfach, dass ein bisschen was auf der Bank ist. Jugend ist auch nichts. Ist gar nichts da. Trust, es ist nichts da. Aber der Kader sieht gut aus. Also, pff. Untere Tabellenhälfte sehe ich mit dem Squad hier absolut nicht. Das muss halt funktionieren, ne? Es muss halt funktionieren. Wir kriegen ja eh keine neuen Spieler. Ich krieg nichts. Das ist nur Scheiße auf dem Markt, wirklich. Durch die Bank weg. Und Morata wollt ihr einfach nie holen, da habe ich keinen Bock drauf, ey. Zumal der auch nicht gut war.
Da war der schon mal eine ganze Ecke besser. Lass Doyle Freistöße trainieren. Wird er doch so oder so besser. Ist doch jetzt auch schon plus 1. Freistöße haben wir, glaube ich. Wer schießt denn Freistöße bei uns? Ja, Philipp, Max, Moore, Kavan. Das passt schon. Auf geht's, Leipzig, kämpfen und siegen. Ich bin gespannt. Also Moral ist auf jeden Fall maximal am Start. Einige Verträge verlängert noch. Zu besseren Konditionen. Ja, Pokalspiel gegen SVEV. Ihr habt keine Ahnung, wer das sein soll, ne? Ich weiß es nicht. So, was ist es? Oh, 99% gehen auch weiter. Ja, gemütlich. Also wenn wir jetzt nicht weiterkommen, dann ist das Ding jetzt schon durch, ne? Ganze Saison heute. Ganze Saison hacken wir durch. Also hiermit steht und fällt jetzt schon einiges. Aber Kevin Kröllek ist da. Also die Vorbereitung war wirklich gut. Wir standen sehr, sehr kompakt. Und Kevin Kröllek gefällt die Doppelspitze. Gehen wir hier mit Kasak rein. Kasak 3-1, 4-1 an. Let's go, der Sturm läuft, Chat. 4-1. Jacox, weil ich Mittwoch erwärmst du. Colombo war in meiner Bari-Karriere für Milan richtig krass. Ich habe den auch gut in Erinnerung. Ich meine mich auch zu erinnern, dass wir den in irgendeiner ganz, ganz frühen Karriere mal hatten. Wenn mich nicht alles täuscht. Rot-Weiß Essen. Zum zweiten Mal, glaube ich, im DFB-Pokal. Ich meine auch, Chef, ich weiß nur nicht wann. Hamburg, Stuttgart, Offenbach. Offenbach, erste Liga? Okay, Wild und Leverkusen raus. War der in der Paris-Karriere? Nee, Prim bleibt bei uns. Ich verlängere den doch hier nicht umsonst. Der hat natürlich sie mal präsentiert hier. So, da ist er doch, Connor Bradley. Akzeptieren. Presse. Okay, ja, den nehmen wir mit, Jörg Heinrich. Good job. Ansporn. Und Abfahrt. Herzlich willkommen. Zweikampf, Flanken und Grätsche. Der war halt auch oft verletzt, ne? Aber so sieht er gut aus. 84. Ich glaube, den trainieren wir ZM, ne? Ja, den trainieren wir ZM, dass der flexibler wird. Torwart hatte gerade halt nichts zu tun und Paul Scholl war keine gute Partie. Ja, ja, Dorsch, alles easy. Philipp Max verletzt. Herausgesprungene Kniescheibe. Robinho, einfach Jugendscouts einstellen. Unter Scouts und dann kannst du Aufgaben und dann einfach als Jugendscout einstellen. Oder umstellen. Aufgaben Jugendscout. So, hier sind wir schon mal auf Platz 2. Ist gut. Divi fällt am schwachen Fuß. Lexi 2 Tore. Rose lernt von Tom Doyle. What? Was hat er gelernt? Bürogebäude abgeschlossen. Wellness. Kann ich alles hier nicht ausbauen, ne? Was soll die Scheiße? Einzentrum, Wellness. Baudingen konnten wir auch nicht ausbauen, oder? Was hat er denn gelernt hier? Wo ist er? Ach, plus 1 Führungsqualitäten. Ah, auf 4 ist jetzt auch nicht geil, aber immerhin. Der integriert sich schon mal gut hier. Milan mit einem Doppelpack. Läuft doch. Sind wir doch. Wichtig ist, ob sie wieder reingesprungen ist. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie lange der verletzt ist. Diego Costa nach Liverpool. Und Harry Kane, vereinslos gewesen. Ja, so einen, den hätten wir mal gebrauchen können. So ein Harry Kane. Und jetzt 0-3 Niederlage. Ey, weil er sich einen Tag vorher verletzt. Willst du dich verarschen? 8 Wochen, ey. Das ist doch Quatsch. Schlechtes Selbstvertrauen, sehr gut. Das ist doch Blödsinn. Wie hast du deine Taktik geändert? Eigentlich gar nicht großartig. Ich habe einfach die Formation gewechselt. Da, wir haben die zweitbeste Vorbereitung geknödelt. Alle 4 Spiele zu 0. Der geht immer nach Bayern, ne? Immer. Auf kurz oder lang ist der immer in München. Gibt noch mehr Popovicis, Alter? Leverkusen und Leipzig, ja, das kann gut sein, ja. Aber das sah auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt aus. Ich glaube, wir starten vorne mit Karl. Ich glaube, wir gehen... Na, Colombo lassen wir drin. Die Bülbül gegen Stuttgart. Unser Torwart ist Ihmchen hier, André Moreira. Hatte eine gute Job gemacht eigentlich letzte Saison. Bellingham Talking gegen Stuttgart. Abfahrt. Da ist er doch, Colombo. Kasak Vorlage. Und die Null steht auch. 2-0 gegen Stuttgart. Guter Start. Und Scholl holt sich die Erfahrungsstufe. Branislav Kinder ist verletzt. Ja, super. Sommertransferperiode endet. Ist nicht schlimm. Xabi Schablas Reis. Talken wir auch mal. Augsburg! Jetzt, ich sag Kevin Doppelpack. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt. Das ist eine Rumtreterei da, das gefällt mir gar nicht. Wir sind besser, da muss der Knoten jetzt platzen vorne. Kevin!
Unentschieden gegen Augsburg. Wir schaffen es nicht, gegen Luca Feist ein Tor zu machen, aber der ist gar nicht mal so schlecht. Note 1, Chat. Ich glaube, wir haben auf das Tor geballert, der hat einfach alles gehalten. Aber wir bleiben oben drin. Verletzt. 7 Wochen. Stabil. Käser mit einer 79. Rose für 33. Auf gar keinen Fall. Mike Mal. Nee, nein. Charity Gala. Gekonnte Moderation. Der Krolleck wieder. Marcel, boy, moin. Alles Paletti. Siehst du überhaupt nicht müde aus? Ja, ein bisschen viel gepennt habe ich nicht, ey. Aber müssen wir durch. Kevin Padewitz schiebt einfach auf Twitch. Da bist du ja voll auf Scheibe. Der schiebt seit 3 Jahren hier, glaube ich. Oder 4. Schichtko nach Hamburg? Okay, Wild. Ali Cho nach Lille. Wildes Transferfenster. Mbappé für 100 Millionen nach Liverpool. Ach so, ach so. Wenn es weiter nichts ist, Alvarez rennt bei Wolfsburg rum, ne? Also, ja, wenn wir Prestige hätten, ich würde die alle kaufen, ne? Tell ist schon länger bei Schalke hier. Ich glaube, müsste jetzt die 3. Saison sein. Von Wolfsburg haben die den geholt. Komm, wir gehen mal mit Partner. Oder ist gerade zu uns gewechselt. Aber wieso kommt da direkt ein Angebot? Ich glaube, bei uns jetzt das erste Mal. Ich weiß gar nicht, wo der vorher. Vorher war der bei uns. Karriere davor, wo wir mit Schalke waren, war der in Bremen, glaube ich. Aber wir können auch so nicht viel. Was sagen denn die Fans? Bin sehr stolz auf unsere jungen Spieler. Wenn es dieser Trainer nicht schafft, dann schafft es überhaupt niemand. So, Justin L. Justin L. aus Lützen. So sieht's aus. Finde es gut, dass sie im Training so viel rennen müssen. Kevin, kein Thema. Appell an die Fans. Ja, viel treffen tut er nicht, ne? 12 Tore und dann stackt der. Gefühlt oder verletzte sich da. Da steht auch nichts. Mbappé hätte uns gut gestanden, Chat. Nur einfach mal so sagen. Hätte uns gut gestanden. 100 Millionen. Dauerkarte auf Lebenszeit für den Justin. Eigentlich muss, ne? Beides zeitgleich fertig geworden sogar. Wo haben wir denn Nachholbedarf? Fanartikelproduktion. Okay, da fehlt uns Geld. Da müssen wir umschieben. Fällt aus 4 Tage. Der fällt aus fürs Mainz-Spiel. Ich schieb mal eben ein bisschen Geld um. Machen wir mal 10. Ja, haben wir 13. Es wird 30% mehr Verkäufe. Vereinsmuseum muss dafür aus. Das macht doch nur Verluste, das Ding, oder nicht? Finanzzentrum, bessere Konditionen. Kredit interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Gehen wir mal hier rein. Fanartikelverkäufe gehen da auch noch hoch. Ey, was machen die denn jetzt hier? 9 Tage, scheiße. Das war natürlich komplett falsch. Zweite Mannschaft. Manfred, Matti Warm. Nächstes Spiel. Ja, auch schon eine 75. Manfred! Und weniger Verletzten sollen auf der Straße mal. Meinst du, dass die schneller dann im Krankenhaus sind? Wir Leute sehen, dass ihr Gras raucht. Da ist er doch. Wieso wird der immer schlechter von der Stärke? Kevin, was ist los hier mit dir? Hast du keine Lust mehr, oder? 4 zu 2. Vorne frischen Wind. Und da ist er direkt. Aha, Kevin, es geht doch. Leo mit 2 Vorlagen. Chap, wir sind da. Wird unsere Saison werden? Könnt's abpfeifen. Pfeife ab und gut ist. Sehr gut. Kaber Erfahrungsstufe. Karich. Wat? Sportgericht. Welche Liga bist du? Bundesliga. Ich akzeptiere das nicht. 3 Spiele ist zu viel. Mardi Money May. Mannschaft der Woche, Scholl. Der geht wieder in die Reserve. Tommy ist auch wieder da. Thorsten, wir haben nicht großartig was geholt, tatsächlich. Wir haben nur Columbo und Doyle geholt. Ziel international rein. 6 Tage fällt er aus. 78 Millionen. Puh. Jetzt kommen die Bayern, ne? Der Bayern. Unangenehm. Nee, was ist, was verstehen die hier nicht? Der bleibt hier und fertig. Bestätigt sein Urteil. Perfekt. Jetzt gibt's da Haue. Ich glaube, wir wurden erst. Wurden wir schon mal richtig abgeschossen von Bayern in der Karriere? Richtig nicht, ne? Ich glaube, einmal 3-0. Aber er hält's ja im Rahmen. Die wollen Unruhe machen nochmal. Unsympathisch. Almugera. Maximal fehlt 1% auf hängende Spitze.
Ich kann ich gegen Bayern nicht runternehmen, das kann ich machen. Doily. Kevin, Junge, komm mal aus dem Arsch jetzt hier. Das gibt's aber gar nicht mehr. Rein die Bayern jetzt. Der Bayern. Kevin Krölek. Der braucht den Druck. Kolo Muani, habe ich schon wieder vergessen, dass der da rumrennt. Boah, Kabane 5. Was machst du? Was machst du denn da? Connor Bradley, Kevin Vorlage, let's go! Let's go! Ja, wer ist denn Bayern, Junge? Sind wir Erster? Pfeif ab! Pfeif ab die Scheiße und dann ist doch gut! Mach Ende! 5 Plätze vor RB. Mach Ende! Wobei, Entschuldigung, 6 sogar. Mach Ende, Feierabend. War eine geile Karriere, Chat. Lazari, ausruf uns dein Playlist einfach. Ich habe da irgendwann mal über die Jahre jetzt 670 Lieder reingepackt. Kevin Krölek, da bist du doch. Kolomani mit 4. Tja, die reichen aber nicht. Tev, auch 2 Tore. Die bedanken sich hier alle. Der hat eine Schwäche gearbeitet. Balance plus 2. Schön. Bradley eine 78. Fitness, bisschen schwierig gerade. Und jetzt kommt Gladbach. Maurice, das weiß ich nicht. Ich mache das ein bisschen abhängig davon, wie die Resonanz weiter bleibt. Zuschauerzahlen sind da nebensächlich, solange der Chat aktiv ist. Mache ich am Interesse abhängig. Sollten wir die Saison wieder kein Prestige-Wachstum dazu haben, dann werde ich mich wahrscheinlich geschlagen geben. Weil 3 Saisons oder jetzt die 4. gefühlt ohne Prestige-Wachstum ist halt echt schwierig. Gut trainiert. Was hat der denn jetzt? 2 Tage. Ja gut, ey, Tev, Junge. Dann ist deine Zeit, ne? Tev, erste Mannschaft. Einmal zum Reinschnuppern. Ali Bülbül wäre auch wieder da. Ey, Junge, eine Verletzung, die war natürlich belastend, aber der Bradley hat sich gerade so ein bisschen in Rausch gespielt, der bleibt drauf. Fühle ich sehr, ist krass, oder Slivo? Wenn gar nichts geht, kannst du halt nichts mehr machen, ne? Dann bist du irgendwo so in der Einbahnstraße drin, das macht dann halt auch keinen Sinn mehr. Jaden Anthony. Raul König mit der Vorlage. Anthony Martial. Okay. Weiß ich Bescheid, was da rumläuft? Ja, das war's. Das war's. Mittelfeld in der Dreierkonstellation so schlecht wie schon lange nicht mehr. Tev. Na klar, macht er den einzigen Treffer des Tages. Gladbach bleibt Nemesis. Tun wir uns gegen Gladbach so schwer in der Karriere? Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben zumindest schon mal 9 Punkte mehr als letzte Saison. Die bedanken sich alle. Mannschaft der Woche. Tev. Ironie des Schicksals. Super letztes Spiel. Meine Fohlen halt immer dran geglaubt. Ja, du hast halt Triple Golds, Livo, ne? Ich finde, eine Karriere muss nicht immer mit einem Triple Meisterschaft oder sonst was. Das ist ja auch irgendwo so ein bisschen der Reiz einer Karriere, ne? Wir haben ja auch nicht mit jedem Verein Champions League oder was weiß ich nicht was geholt, sonst wüsstest du ja im Vorhinein schon, wo welche Karriere irgendwo endet, ne? Warte mal, ich wollte Bürogebäude noch ausbauen. Natürlich musst du dich verletzen. Und er ist wieder am Twittern hier, du. Also, Ali Bülbül, wo bist du? Komm mal her. Finde auch stark von dir, dass du EFC spielst nach der Geschichte mit der Shisha. Was hat er damit zu tun? Ich spiele ja nicht EA Sports, FIFA oder wie die Scheiße da heißt mittlerweile, weil ich süß mit dem Publisher bin, sondern einfach, weil ich dann Bock habe, das Game zu zocken. Und dann mache ich eigentlich so von den Spielen abhängig, ne? So, alle streamen gerade EA, ich jetzt nicht. So, in der Regel mache ich immer das, worauf ich gerade so Turn habe, ne? Gegen Hertha Bierlon, die haben gut eingekauft im Sturm, aber am beschissenen Saisonstart. Keke top. Kasak? Was mit einem 2-3-0 rein? Leo Arndt ist direkt da. 3-0, let's go. Leo wieder 2 Vorlagen. 4 Spiele, 4 Vorlagen. So langsam muss er mal treffen, aber gerade ist süß. Noten sind hervorragend. Nehmen wir den Prima raus. Den Rest lassen wir einmal laufen. Aber wenn klar, besser. Torwart auch eine 2. Kasak eine 2. Dann können wir jetzt hier einmal durchwechseln. Donny van de Beek. 2-0. 2-0 gegen deren Spitze stark. Weil die haben ein bisschen was da rumlaufen, Chat. Plus einen Gillard noch von der Bank. Das war sehr, sehr gut. Hat der ein Tor gemacht, der Arndt?
Ich dachte wieder zwei Vorlagen. Matisse Till. Ah, der ist nicht schlecht, ne? Kevin Krölek bedankt sich, Mannschaft der Woche. Ja, sehr gut. Und da ist doch mal wieder ein Mittelfeld, was sich sehen lassen kann. Bam, 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 bam. Tilo bedankt sich. Hey, wir starten aber wirklich kompakt mal rein in eine Karriere. Beziehungsweise in eine Saison. Sonst war das immer so ein Eiertanz. Und jetzt Derby, Chat. Eigentlich kommen die genau zum richtigen Zeitpunkt. Würdest du Tell in echt feiern, wenn er zu Schalke kommt? Bruder, wer wird Tell nicht feiern? Jeder Bundesliga-Verein wird den mit Kusshand nehmen. Somebody time. Reiz 10 Tage. Was soll der Mist hier? Gehen wir nochmal was essen vom Derby. Dann drei Spiele noch und dann ist schon wieder der DFB-Pokal gegen Essen. Bauhof ist ausgebaut. Bürogebäude braucht noch ein bisschen. Nochmal hier in die Produktion. Das steht und fällt alles mit dem Trainingszentrum. Das ist ein bisschen scheiße. Was kostet denn das Trainingszentrum? Kommen wir nicht drum rum, weil alles hängt daran. Wir können ja nirgendwo mehr irgendwie weitermachen. Wer einer für Duisburg? Dieser Tell, von dem alle reden. Tev, der ist gut drauf, ne? Restaurantbesuch plus 2. Lettland-Mittelfeldspieler. Nehmen wir mit. Falschgeld 1 Jahr verlängert. Mehr ging nicht, weil Vertrag zu hoch war, aber 2 Jahre Option. Konnten wir ein bisschen dribbeln. Ist denn die linke Eigenschaft Stripclub? Diva. Eigenschaft Table Dance Bar. Aber der war so wichtig. Guck mal, der ist einer der wenigen, die hier mal angezeigt werden in besten Spieler der Liga. Hätten wir den verloren, wäre echt nicht gut gewesen. Ah, Kaba kam auch jetzt rein. Prim sogar mit einer Bude gegen Aserbaidschan. Und Tev macht einfach Tore, ne? Der ist die Lebensversicherung von Australien. Der ist quasi das, was der Haaland für Norwegen ist. Der kommt zu uns, Max angeschlagen. Hab mich nie an Diva angetraut, ist eigentlich entspannt. Wenn du öfter mal mit dem redest, geht das schon. Wie lange fällt der noch aus? Einen Tag, der ist auf jeden Fall wieder fit bis dahin. Form ist gut! Besseren Zeitpunkt können wir nicht haben. Wieso spielt Doll eigentlich über Kavan, obwohl Kavan deutlich bessere Werte hat? Gibt es einen bestimmten Grund? Ja, Alter, Erfahrung. Alter, Erfahrung, Führungsqualität. Stärke ist nicht immer alles. Brauchst so eine gesund strukturierte Pyramide halt. Auch auf dem Platz. Wenn du nur junge Leute hast, ohne Führungsqualitäten, Erfahrung, irgendwas, wird das in der Regel nicht funktionieren. Außer du bist so eingespielt, dass sie sich da alle blind verstehen und dann haben wir halt nicht. Aber Doll 10-10 halt. Leipzig! Wie oft hast du gestern Hummels gezogen? Ich glaube 8 Mal. Und 3 Mal habe ich nicht mehr mit ins Video reingeschnitten. War mir dann auch selber irgendwann zu blöd, ne? Keeper können wir auch mal einmal was quatschen. Da auch mal gut trainiert. Dann let's go! Leipzig! Da habe ich dir was gezeigt, ey. Wir haben bisher in der Karriere noch nicht gegen Leipzig verloren. Es ist ja noch nie. Nicht jetzt. Ist ausgeglichen. Thilo, Junge. Wir bleiben ungeschlagen gegen RB Leipzig. 14 Punkte. Er ist krank, es macht so süchtig. Du musst halt auch das kaufen, was du da sammelst. Ne? Wenn du da überall blind reingehst, so Bruder, dann hast du glaube ich, echt Probleme. Ey. Da wird dann die Rechnung reinkicken, sag ich dir. So, können wir jetzt hier Mitarbeiter? Müsste eigentlich gehen, oder? Dass wir noch einen Mitarbeiter hier an den Mann holen. Geschäftsführer, Sportdirektor, Pressesprecher, Rechtsanwalt. Ich zahle nicht 600.000 für einen Rechtsanwalt. Glückwunsch zum Länderspieldebüt. 10 Wochen verletzt. Sehr gut, Chat. Haben wir das auch geklärt. Geil. Gerade, wo du dachtest, jetzt ist er überm Berg. Kommt 10 Wochen. Um die Ecke. Gemütlich. Hannover, die müssen wir putzen. Kasak. Colombo. Der macht seinen Job, finde ich gut. Primo und raus, der Kinderriegel da hinten drin. Und ich glaube, das kriegen wir um die Ohren. Nein, bitte nicht. Es war so klar. Es war so klar. Maximilian 1,5. Packt den aber nie ein Tor zu machen. Ey, nicht jetzt so mit der Paul-Scholl-Verletzung, ey. Einwechslungen waren sogar gut von den Noten. War keiner irgendwie Impact ins Spiel gehabt. Keke, der hat ja auch einen Stern dazu gekriegt, Keke. Hier hat er es geschafft. Bei uns in der Schalke-Karriere nicht. Wie geht's dir? Hat jemand in deinem neuen Video ein Z-Bock geantwortet? Ja, Hada, das Traurige ist einfach, dass super viele, dass der Z-Bot der Top-Comment ist. Super traurig eigentlich. Der Z-Bot unter dem neuen Video ist einfach Top-Kommentar. Das kannst du dir nicht ausdenken. Hat die meisten Likes, ja.
Oh, komm gegen Essen jetzt. Mach keinen Miesen. Leo, bitte. Bitte. Bitte mach was. Wir sind doch klar besser. Wir sind doch klar besser. Was ist denn da los? Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. Puh, Junge. Ich dachte, da war Chat, ne? Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, lass sein. Lass sein. Gold richtig gewechselt, ja. Beide Dings, ne? Beide Joker. Ja, nice. Let's go. Und Leipzig gegen Bayern. TuS Obstadt. Wir kommen mal vorbei. Wir kommen mal eben vorbei und let's go. Wir holen einen zweiten Co-Trainer-Chat. Eugen Polanski. 99 hat er einfach. Was will er denn haben? 500.000. Ist das viel für einen Co-Trainer? Eigentlich nicht, oder? Ey, der hat 99, aber Torwarttraining. Ne, Spieltraining. Alexander Zickler. Hansi Flick, ein Bild. Thomas Krücken. Patrick Sander. Ja, die sind zu schlecht hier. Das ist zu schlecht. Eugen Polanski holen. Dann haben wir ein paar Mitarbeiter. Dann tauschen wir. Geht Oliver Neville. Kann ich den hier als zweiten Co-Trainer einstellen? Mitarbeiter sehen schon krass aus. Erst wenn der andere da ist, okay. Weil dann machen wir Eugen auf 1, weil 99 kämpft um jeden Ball. Ey, irgendwie haben wir hier gerade wieder einen freien Fall und das gefällt mir überhaupt nicht in der Liga. Was ist denn hier wieder los? Ich verstehe es nicht. Karwan auch eine 5. Vidovic trifft jedes Spiel mindestens doppelt. Colombo bedankt sich. Ja, ich bedanke mich auch, dass du so gute Tore machst. Ferry schon letzte Saison abgegeben. Sacre denn. Nicht, dass wir wieder in den Abstieg spielen, dann ist das Ding hier durch. Dortmund, ach man, jetzt fängt das auch noch an, ja. Käse und Rose. Zu den Colombo, Teamhierarchie. 79 Team, perfekt, Dynamik überhaupt nicht mehr da. Sehr gut. Super Video, I like, jetzt bin ich schlauer, denke ich mal. Ist das Trash-Talk von dir, oder? Also ich habe halt die gleichen Fehler, aber ich habe alles gekauft, überall und am Ende hatte ich 10.000 Karten zu Hause und wusste nicht, was ich damit machen soll. Ey. Ich hatte auch Dings auf so einer Card-Dings, auf so einer Trade-Night getroffen, Knolli. Und der sammelt ja auch, aber eher Basketball-Zeug. Aber das ist immer so am Anfang, ey, man geht in alles rein. Wann kriegen wir hier einmal Stadion? Einmal, ich will das einmal sehen, ne? Ist genauso gemacht, hab 10 verschiedene Kartentypen, die hässlich sind. Aber da musst du durch. Sag ich dir ehrlich, da musst du durch. Ey, die Saison hat eigentlich sehr souverän angefangen und jetzt gerade verfallen wir wieder in alte Tugenden und verlieren wieder komplett den Anschluss. Hä, wer fehlt denn vorne? Bin ich blöd? Maximilian ist auch noch. Wie lange ist er denn noch verletzt? 6 Tage. Dann müssen wir machen Tef-Tef. Machen wir Tef-Tef? Eine Woche. Wie sieht das hier aus? Auch relativ unsouverän. Und der spielt überhaupt nicht. Sehr gut. Haben wir das auch wieder geklärt. Tef-Tef. Freistöße 85. Ey, komm, push dich. 3%. Tef-Tef, glaube ich, Manchester United 2. Ich will heute sehen, dass ihr Gras raucht. Jetzt mach fertig hier. Bayern haben wir auch geknackt. Ja, super, super. Tef-Tef. Hilke Prim eine 6. Hervorragend. Ey. Abdullah 4-5. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Das darf nicht wahr sein. Offensive komplett tot. Das hat sich die ersten Spiele nicht so angefühlt. Und nur noch Verletzte. 2 Wochen. Das kommt wie gerufen hier, Kurztrainingslager rein. Aber Spiel kann ich nicht machen, weil zu viele weg sind, aber eine Spieleraussprache. 5-Sterne-Talente macht gar nichts, weil er jung ist, ne? In dem Spiel brauchst du manchmal ein bisschen Geduld. Käse auch noch verletzt. Also, wir haben keine IV mehr. Schön, dass sie mit allen Spielern sprechen. An ihnen liegt das nicht. Sie sollten... Wir sind nicht richtig da. Training geht an die Substanz. Ja, wenn es so wäre. Polanski mit einem Wildtausch, das können wir auf jeden Fall machen. 3 Wochen. 3 Wochen. Scheiße. Neuer Manager in Offenbach. Wen juckt das denn, ne?
wollen doch einfach nur ein bisschen hier Kassenprüfung. Ah, hier fehlt auch noch die Kohle. Baukosten sind bei Minus. Schöne Sache. Er ist auch noch verletzt. 5 Tage. Geil. Können bald mit der B-Jugend antreten hier. KP fällt aus. Hilke Prim wieder mit einer Bude. Wieso ist der auf 99%? Spieler verbreiten Optimismus. Dankeschön. Zockst du privat eigentlich auch andere Games? Boah, in letzter Zeit ist halt leider nicht viel raus. Was habe ich da letztes Spiel, was ich privat gezockt habe? Hitman, glaube ich, wieder. Hitman, so ein bisschen die Maps geklärt. Kaba hat die Nase gebrochen, echt? Was hat er sich die Nase zu brechen? Wir haben keinen IV. Ich kack hier ab. Oh, 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 oh. Hey Chat, ich brauche hier keinen IV mitnehmen, ne? Oh, schick. Nächstes Spiel. Da bist du doch wieder. Man könnte meinen, wir sind am Arsch, ne? Volker Fischen, Dankeschön auch an euch für die Resubs. Hodge, was geht? Maximilian ist wieder da. Immerhin. Bisher läuft nicht gut. Jaco, ganze Saison, ja. Probier mal mit Spielmacher. Ein Nachlegen. Einmal ein Nachlegen. Aber wir stehen besser. Gute Noten. Boah, ist das ein Fight hier, ey. Kevin Kröleck, let's go. Boah, den haben wir aber so bitter gebraucht, den Sieg. 18 Punkte. Bauer TFTF Doppelpack. Spendenwunsch 25. Weil wir keine IVs mehr haben. Alle verletzt. Wir haben einfach nichts IV-mäßiges hier rumrennen. Gilo ist nicht geplant. War nicht geplant. Dafür waren die Hits nicht gut genug. Wir haben ja nur das Dual-Auto da gehabt zum Start. Und danach war ja wirklich nicht mehr viel. Christopher Rose. Ja, immerhin hat der jetzt hier mal einen Boom gekriegt. Wirklich besser wird der aber ja auch nicht, ne? Haben die immer noch den Wanner? Ist der Wanner weg oder ist er immer noch da? Werden ihn den Spaß am Fußball nehmen. Oh Mann, ey! Wenn wir verlieren, immer clean 3-0, ne? Das ist das dritte Mal, glaube ich. Weihnachten fällt aus, habe ich gesagt. Weihnachten fällt aus, Chat. Gibt kein Weihnachten. Wobei, ich muss vorher die Weihnachtsfeier einstellen, also sonst geht das auch nicht. Ja, klar, der nächste verletzt. Ist doch, es ist doch auch einfach. Was soll das, Chat? Das Spiel will uns aber auch gerade wirklich hops nehmen. Wie wir bei dem verletzten Problem auch Konstanz reinbekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch ein bisschen ratlos. Das ist, wenn wir die nicht putzen, ne? Wenn das jetzt nicht 6 Punkte wären, dann weiß ich nicht. Also mit Bremen. Alle 5. Als wenn du nicht nach oben darfst. So kommt mir das vor. Es kann doch nicht sein, dass der Sturm Inklu Vorbereitung perfekt läuft und von jetzt auf gleich peng. Gehaltskürzung, ich wäre sofort dabei, ne? Der Mann hier. Ich schicke das so durch jetzt. Ich mache jetzt hier gar nichts. Ich will Leute sehen, dass ihr Gras frisst. Wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Oh Mann. Also ich verstehe das nicht, ne? Das geht nicht in meinen Schädel rein.
Solide 6 Punkte. Ja, und der nächste. Und der nächste. Wo wollen wir hin, Chat? Wo wollen wir hin? Wollen wir wieder Richtung zweite Liga oder war entspannter? Ist aber so krass, wie wir durch alle Ligen durchgerannt sind ab einem gewissen Zeitpunkt. Und in der ersten Liga einfach, wir finden keinen Fuß. Da kommt immer direkt eine Antwort. Was macht der hier schon wieder? Ich weiß, warum ich dich in den zweiten geschickt habe. Die Noten, die sehen da gar nicht mal schlecht aus. Wieder besser. Mehr Abschlüsse. Und du liegst 3-2 hinten. Hä? Sieg, Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Niederlage. Geil. Mal wieder rein in den Bruch von jetzt auf gleich. Hier geht wieder gar nichts. Nein. Zufrieden mit Teftef. Solche Game mit Kleintiefs und mega Bock. Wenn man dann aber wegen Prestige stagniert, ist echt doof. Kenne das so gut. Ja, safe. Und das ist jetzt die dritte Saison. Das ist halt echt hart. Und wenn halt gar nichts funktioniert, nicht mal Systemumstellung. Obwohl er da vermeintlich dann, obwohl die Leute ein bisschen besser bei rumkommen. Aber du siehst ja, unser Mittelfeld ist als Dreier-Mittelfeld absolut beschissen. Alle haben danach geschrien und es funktioniert einfach nicht. Als wenn da keine Bälle nach vorne kommen. Was ich aber auf jeden Fall auch wieder machen werde, ist den Spielmacher raus, weil gebracht hat gar nichts. Ach, der nächste verletzt. Oh, schade, ich darf wieder 14 Wochen. Start war alles super, Vorbereitung auch. Die geht so easy, ging die durch. Wir haben gerade nur Verletzte. In der zweiten war jetzt auch schon wieder einer verletzt. Hier, Eichinger auch verletzt. 5 Tage. Ich weiß nicht, wo das auf einmal herkommt. Aber der hat gerade getroffen, den lassen wir stehen. Maximilian kommt gefühlt gar nicht mehr an. 3. 3er-Team-Dynamik. Junge, da muss ich aber richtig los. 13. 13, Chat. Ab geht's gegen Schalke. Leben schwer machen. Auch nur 8er, ne? Guck dir das Mittelfeld an. Nur noch schlechte Noten. Ist egal, wen du einwechselst, wen du wohin stellst. Läuft einfach nicht. Maximilian. Maximilian will nochmal. Guck dir das an. Wieder gefühlt Tabellen-Niemandsland. Hatte die Hoffnung, wenn ich wieder einschalte, das Gesicht sieht glücklich aus. Ich bin ratlos mittlerweile, ehrlich. Wir stagnieren seit 3 Saisons. Jetzt habe ich gedacht, mit der Systemumstellung. Hab alle Flügelspieler verkauft. Es sah hervorragend aus und von jetzt auf gleich sind wir genau da, wo wir vorher sind. Also überhaupt keine Weiterentwicklung. Hat null Impact gehabt. Außer, dass wir jetzt keine Flügelspieler mehr im Kader haben. Trainingslager muss richten. Rückrunde brauchen wir jetzt eine Serie. Ansonsten wird das sehr dünne werden hier. Teamdynamik sah wild aus. Wir haben ja auch noch nie 13 waren wir, ne? Einfach 13. Teamwork, volle Butze. Also ich werde jetzt nicht mehr Flügelspieler kaufen. Wir haben alle abgegeben, alle haben danach geschrien. Ich habe es jetzt gemacht. Wie zu erwarten, funktioniert es natürlich nicht. Dann ist das so. Dann ist das so. Börse steigert kein Prestige, ne. Mit Flügel lief es ja auch nicht. Nee, aber ich gehe jetzt nicht wieder zurück auf eine Flügelformation, das meine ich. Schirmposition ist so unfassbar wichtig. Du siehst ja zum Start, die haben alle geballert, wie sie lustig waren. Und von jetzt auf gleich, kein Bock mehr. Ja, der hat auch noch Streit jetzt. Super, wirklich geil. Also ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende. Kennt ihr den noch? Kennt ihr den noch, den Bruder? Dein Vertrag läuft aus, ich weiß. Breaking News hast du, glaube ich, verpasst dann, ne? Gehe ich davon aus? Boah, will ich die Auf- und Abwertung sehen? Ich glaube nicht. Breaking News verpasst, wo ist deine Tochter? Kröleck-Vertrag wird nur verlängert im Falle eines Erfolges. Kein Erfolg, keine Vertragsverlängerung für Kröleck. Und gerade ist das alles, aber kein Erfolg. Was heißt Erfolg? Prestigegewinn und internationales Geschäft. Keine verletzten Spieler mehr. Und er bricht Training ab. Boah, chillig. Chillig, egal. Und da haben wir den nächsten Verletzten. Scheiße! Ey, ich glaube, das war das Beste, was uns hätte passieren können, ne?
gedacht, das war das Beste, was uns hätte passieren können. Nee, hab ich probiert. Verliert fünfmal, möchte Spielmacher sein. Ja, du hast aber scheiße gespielt als Spielmacher. Paul Scholl angeschlagen. Also wir brauchen hier eine Mammutaufgabe. Ja, es sind nur 7 Punkte. Es sind aber auch 7 Punkte nach hinten. Die Relegation sogar nur 5. Wir sind wieder im kompletten Niemandsland. Komplette Niemandsland der Tabelle. Und ich glaube, Prestige haben wir nicht dazugekriegt, rein was den Transfermarkt angeht. Ey, an die Leute auf YouTube. Wir brauchen ein Wunder. Wir brauchen ein verkacktes Wunder. Der Vertrag läuft aus von Trainer Kurt Kolleck und es wird nur verlängert, wenn wir international reinkommen. Ich sehe das gerade nicht. Aber vielleicht haben wir endlich mal wieder eine gute Transferphase. Ich lasse mich überraschen. Ich würde mich hier selber einen Daumen da oben auf YouTube freuen. Dankeschön für einen schönen Kommentar und bis zum nächsten Video. Tschüss.